Pam, Junge! Wieder schon los. Verdammt, auf Knopf. Vergessen auf Knopf zu drücken. Das wird das ja nichts. Auf geht's, Tiger fahren. Ich hätte unten den Schatten ausholen sollen. Hoffentlich. Schatten unten auch hätte. Und das wird ja wieder richtig happy life hier. Okay, ist richtig beschissen einzunehmen. Übernehmen die Mittelfront, damit mal wieder versuchen, mich da gut zu positionieren. Oh, der Panther A, ganz was rein. Nein, der ist schlechter als der Panther. Aber irgendwie fährt er schneller als ich. Dagegen. Geschossen auf was? Guck mal, Gemüsepante. Da ist die bessere Posi, fahr mal. Mit deinem kleinen lustigen MG da oben drauf. Eingenommen. Ja, lass mich raten, wir spielen den großen Panzer. Nee, wir haben die Russen auf unserem. Wie kann es sein, dass wir den Punkt nicht kriegen? Das ist ja furchtbar hier. So. Noch mal ein bisschen quer. So können wir hier runter mit voller Variante. Augen auf die Karte. Wir sind auf dem Weg da runter. Gut, dann komme ich mit. Lösen, lösen, lösen. Punkt wird eingekreist. Ich übernehme die rechte Flanke. Rechts Deckung geben, ja, ne? Aber nix. Wird heute noch mal einer rauf auf den Punkt oder eher nicht? Komm, meine Deckung fällt gleich. Steht da hinten einer? Nein. Deckungsposition bezogen. Kritischer Treffer. Doppelschuss, keine Chance. Meiner war gut. Aber da standen zwei. Reichte natürlich wieder nicht. Oh, den Panther raus. Die ist noch besetzt. Stellung, die stehen da alle in einer Reihe da unten. Bei C. Mitte ist gut gehalten. A wird noch abgeschunken, ein bisschen von rechts und links, aber auch nicht überragend. Ich will jetzt hier die Mitte zustellen wieder. F5 ist offen, da muss ich hin. Leute, wir sind dem Feind voraus!
Daten bestätigen. Augen auf die Karte! Nicht fahren, ja, das war mir klar, dass da noch einer steht. Mal jetzt links lang, Freunde. Vom Flankieren hält ihr auch nicht so viel, ne? Ist so. Oh, Scheiße! Der steht ja direkt vor mir. Der trifft nicht. Der weiß nicht, der denkt, ich will rechts vorbei. Ich dachte, der ist ein Feind. Wir haben nicht einen Kratzer bekommen. Deutscher Stahl! Arr! Shit, 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 shit. Natürlich, aus der Fahrt willst du mein Geschütz getroffen haben. Dreh mich weg, ich dreh mich weg, ich dreh mich nochmal weg. Rückwärts beschädigt. Ja, mach mal. Tschüss. Weiter so! Und dann können wir siegen! Der Bunker ist bewusstlos! Ja, ja, der kann auch bewusstlos bleiben. Sekunden beten. Wenn er hinterherkommt, bin ich am Arsch. Deckung ist rechts ausgefallen. Links keine Deckung, rechts keine Deckung. Sieben Sekunden, wir sind wieder einsatzbereit. Wenn hinter uns einer kommt, sind wir am Arsch. Wer kann jetzt besser knipsen? Wer hat die bessere Position? Ich fahre da ganz sicher nicht hoch. Da steht ich, der steht ganz, ganz geil dahin. Da bin ich. Ich bräuchte jetzt meine Rauchgranaten wieder. Anders komme ich hier nicht raus. Unser Geschütz wurde zerstört. Ey, willst du mich verarschen, dass du mit jedem Schuss das Geschütz triffst? Runter. Brauche ich mir ein neues? Jetzt bin ich am Arsch. Vier, drei, zwei, eins. Geil, Mann! Alleine stehen ist einmal im Jahr. Na gut, ich hab dich gesehen. Sein Kollege um die Ecke gefahren, sind wir auch am Arsch. Nur einen Schuss, mein Freund. Ziel zerstört. Volltreffer.
Ich halte hier noch die Stellung. Wo seid ihr, Jungs? Wir haben immer noch einen Panther und der ist aus Stahl. Der hält eisern die Stellung. So, schräg anfahren. Na, mein Freund, der war bitter, hä? Ja. Shit, 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 shit. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Fuck you. Ich weiß meine eigene Festung hier durchaus zu verteidigen. Backup. Na, mein Guter, stehst du noch? Schnauze voll da oben, nicht wahr? Ich muss jetzt langsam mal ein bisschen bewegen hier. Shit, 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 shit. Ja, wuhu! Nein, 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 nein! Hätte ich schießen können, mein Freund. Danke. Bessere Tarnung kannst du nicht haben. Das kannst du nicht mal bei Premium kaufen. Ja, wir sind am Arsch. Wo kam das? Von hinten. Wir haben nichts mehr. Abschusshilfe. Das war der andere. Jetzt ist Schluss. Wenn der jetzt von hinten nochmal trifft, bin ich am Arsch. Wir müssen uns dringend reparieren. Wir brauchen unseren Zusatzmann. Wir brauchen alles. Sowas von beschissen, aber ich muss ja irgendwo stehen bleiben. Komm schon, die Artillerie ist gleich wieder einsatzbereit. Der Sieg ist greifbar. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Artillerie, Koordinaten bestätigen. Einfach draufhalten, dass er da ein bisschen stehen bleibt. Macht er gut. Roland mit seinem unbesiegbaren Panther! Stellungsspiel 1 plus heute. Natürlich 99% Luck, aber pst, darum geht's ja nicht. Wir sind wieder einsatzbereit. Wir haben noch zwei Mann im Panther. Einer fährt. Sollen wir noch was reparieren? Dreht extrem langsam. Deckungsposition. Was an der rechts steht, sind wir natürlich am Arm. Okay, zwei Mann Panther. Punkt C verteidigen. Einer von hinten kommt, bin ich so am Popo. Mann, kannst nur die Augen zumachen und beten. Feindfahrzeug zerstört. Ganz safe die Nummer.
doch was. Weiter so! Dann kann uns den Sieg niemand mehr nehmen! Stellung beziehen. Dreh die Kanone, dreh sie. Und schon. Spitzer Winkel, spitzer Winkel, spitzer Winkel und weg bin ich. Tschüss. Und was gedenkst du nun zu tun, ne? Ja? Ich stehe hier und du dort oben, la 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 la. Mein Kleiner. Ich würde den jetzt nicht rüberstrecken, die Nase. Weil jetzt habe ich die bessere Position. Hängen wir fest? Na, haben wir uns etwas übernommen? Wie geht es uns denn da? Hallo? Weißt du was, ich könnte dich abknallen. Aber selbst wenn ich in Position komme, mache ich's nicht. Ja, weil wenn ich jetzt in Position komme, könnte ich schießen. Was ist los, mein Guter? Jetzt könnte ich schießen. Und du kannst leider gar nichts dagegen tun. Na, was ist los? Hätte dich gehabt, wenn ich gewollt hätte. Mit dem unbesiegbaren Panther. La 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 la. Komm, besser kann's ja heute gar nicht mehr werden. Besser ist ja, ne? Besser geht's ja gar nicht. Oh Mann. Was nehmen wir denn, die Bremsen? Eine Runde jetzt mit den Russen. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia. Da 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 da. Manchmal, ne? Manchmal muss man auch mal Lack haben. Ne? Sah erst nicht so gut aus mit dem Tiger, aber war dann doch noch, ne? Weil man sollte immer nicht aufgeben, nur weil der erste Panzer hin ist. Man kann mit dem zweiten ja auch noch was reißen. Habe ich jetzt abgeschossen? Zwei, ne? Zwei Abschluss und eine Abschlusshilfe, glaube ich, irgendwie sowas. Ein Punkt eingenommen. Und wie ein Mann die Stellung gehalten. Ey, ich fahre gerne von oben, bitte, wenn es geht. Dankeschön. Ah, der andere hätte nachsetzen müssen vorhin, ne? Wo ich dann da stand, kein Geschütz hatte. Zweimal hat er die Chance. Ja, rückt nicht nach. Schießt seinen Kollegen ab. Er kriegt dann oben da eins auf den Sack. Lass mal den schnellen Panzer durch. Also den Russen. Bitte, danke. Tschüss, tschüss. Miau. Komm, nimm mal den Punkt ein. Alle wollen noch ihre Artillerie loswerden. Alle rennen in den Club hier mit ihren Hobbypanzern. Oh, er tanzt ja auch umher. Punkte schnorren. So, jetzt kann's losgehen. Fahren wir nach A hoch oder macht das der Rest? Geben wir mal ein bisschen Gummi. Allerdings sollten wir hier nicht zu viel Gummi geben. Das ist schon wieder jetzt sehr mutig. Okay.
scheiß drauf. Muss man das nur einmal in der Woche. Wir stehen total unauffällig. Wenn einer von hinten kommt, sind wir so am Arsch. Wir haben die Initiative. Muss ich ernsthaft in die Richtung gucken. Ich fahre nicht alleine nach 10. Nö, nö. Die Nummer läuft nicht. Ich stehe die hier wieder deckungsbereit und hoffe, dass noch irgendwer kommt. Ja gleich selber erschießen, wenn ich dahin fahre. Außerdem habe ich artillerie Unterstützung gegeben. Himmel Herrgott, und wenn 110 nicht einnimmt, dann macht's keiner, richtig? Der hat so abgefarmt da auf dem Punkt. Und wie viel Bomber wetten, dass ich da jetzt weggeholt werde? Oh Mann, ich mag da nicht hinfahren. Oder du weißt ganz genau, dass es nicht du. Oder Flankendeckung Punkt einnehmen, ganz offensichtlichen. Mein Glück, weißt du. So, jetzt können wir. Jetzt könnt ihr mich erschießen. Jetzt habe ich ja wenigstens einen geholt. Was von tot. Augen auf den ausgewiesenen Wir wenigstens noch mal schießen. Komm, nimm das Rohr runter. Wir werden niemals aufgeben. Wir werden niemals kapitulieren. Kapitulieren werden wir nicht. Wir sind ja nicht Aufgabepanzer. Suicide Squad! Ah! Wie ein Held noch Artillerie auf den Punkt gemacht. Zwei Eroberungen. Da haben sie mich jetzt überwältigt, haben taktisch abgewartet, bis Juro Roland tot ist. Oh, wenn wir da jetzt spawnen, da steht einer am Spawn. Steht wieder einer und wartet natürlich und gibt ihm Deckung. Ach, sowas wünsche ich mir ja auch immer, Deckung, aber ne, der hofft einfach, dass da einer langkommt. Er hofft einfach, ich liebe immer so. Panzerjäger ist so Feiglinge SV. Du stehst halt da und hoffst halt. Was das jetzt hier für eine Karte ist, keine Ahnung. Jetzt kriege ich Artillerie auf den Spawn. Stehen da am Spawn und warten, gut. Es muss mal cool sein, die Leute hinter dem runterspringen, aber. Bleibt dran, Männer, der Sieg ist greifbar! Fuck, den treffe ich doch von hier nicht. Selbst wenn. Kriege ich den noch nicht kaputt. Oder was?
Zwar eine hohe Feuerrate, aber wir kommen nicht durch. T50 hätte ich sowas von glatt gemacht, sag ich dir. Ja, Lucky Punch! Verdammt, noch 7 Schuss. So lange drauf gehalten, bis er kaputt geht. Naja, wer da lang fährt, ne? Muss damit rechnen. Genauso, wenn ich jetzt hier auftauche. Ich muss ganz klar damit rechnen, dass jetzt einer nach links schießt. Der hat doch gerade eben geschossen. Wie schnell lädt er denn nach? Er hat gerade geschossen. Vor nicht mal 2 Sekunden. Das war keine 2 Sekunden her. Und schon hat er 2 Panzer innerhalb von 2 Sekunden. Den musst ihr haben, Leute. Das ist der beste Panzer auf dem Feld. Er ist One-Shot. Ja, und er hat eine Nachladefrequenz von 0. Er kann also dauerhaft schießen. Wenn du da dir 200 Schuss einpackst, hat der Gegner keine Chance. Deswegen. Weil das habe ich ja eben gerade ganz genau gesehen, dass der geschossen hat. Ich bin ja nicht dämlich. Hat sich gerade zur Seite weggedreht, um zu schießen. Schießt, dreht sich wieder um, zack. Super. Den brauchen wir. Dann ist jedes Spiel gewonnen. Den treffe ich nicht, der ist so weit weg. Fährt gerade durch. Egal wer das war, er hat daneben geschossen. Nein, der ist jetzt durchgefahren. Weggeholt. Ich kann nicht schießen. Ich werde hier dauerhaft beschossen. Ja, zack. One-Shot tot. Keine Chance. Nichts zu machen diesmal. Gleich vom Flieger unter Beschuss genommen, keine Munition mehr. Jetzt haben wir noch einen Gutschein. Ja, der bringt uns gar nichts. Weil wir keinen Panzer mehr haben. Ich stehe offen auf dem freien Feld und bin quasi gleich wieder. Schussreichweite. Das geht durch nichts. Ich krieg's Ohr nicht rum und bis ich dann so weit bin, schieße ich drüber und dann bin ich tot. Wenigstens nochmal getroffen, mehr war nicht drin. Panzer weggeholt. Stahl-Aluminium hielt nochmal. Hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht, dass ich hier nochmal rauskomme und nochmal 2 weghol. Ich meine, klar, wir haben Durchschlagskraft mit der Pack, aber ich kann sonst nichts weiter machen. Wir haben 4 Schuss. Steht da oben einer.
sehe es nicht. Wenn ich noch gewinnen will, muss ich rauskommen. Ich weiß nicht, also aus dem Winkel kannst du auch nicht schießen. Es geht nicht. Ja, das ist unmöglich, da rüber zu schießen, weil du viel zu hoch stehst. Du stehst nämlich an der Kante hoch und dann kannst du das Rohr so weit gar nicht runterdrehen. Das geht gar nicht. Ja, du kannst gar nicht so stehen und so rüberschießen. Das geht gar nicht. Ja, weil die Panzerung einfach viel zu hoch ist. Ja, das ist mit keinem Panzer machbar. Und jetzt soll ich nochmal spawnen und mich dann wieder wegfarmen lassen? Mit dem Flakwagen? Ich weiß nicht, die landen immer Schüsse, die absolut unmöglich sind und heißt, du siehst nichts und die schießen da einfach irgendwo ins Blaue hinein und treffen. Ich hab nichts mehr. Ich hab einen kleinen Flakwagen jetzt. Jetzt soll ich nochmal rausrücken, nur weil wir noch gewinnen können, oder wie? Mal irgendwas treffen jetzt. Hält's da drauf wie ein Mann. Müssen wir jetzt eigentlich weit genug vorhalten. Und genau in dem Moment trifft er natürlich nochmal. Dein Gebiet wurde von Verbündeten meinen Schützen. Sehr gut. Wir kriegen nochmal die Punkte. Es gibt's doch gar nicht. Na komm, YOLO. Wenn du triffst, ist eh egal. Ja, noch eine Abschlusshilfe. Der eine schießt innerhalb von 2 Sekunden zweimal. Nachladezeit, Junge. Kein Problem. Jo, ist richtig. Ich bin nach Hause. Oder macht jetzt YOLO mal hier? YOLO! Komm schon! Schlenker drehen, da ist runter eine Spitze drin. Schlenker drehen. Ja, wir haben gewonnen! Es ist, ja, natürlich bin ich Erster! Wer denn sonst? Es ist wieder, das Spiel ist wieder mal an Lächerlichkeiten absolut nicht nachzuvollziehen. Wirklich. Absolut das lächerlichste Spiel, was ich je hatte und das ich noch gewonnen habe. Das kannst du hier keinem zeigen. Du wirst abgeschossen, von Positionen. schießt den ab, und dann schießt der mal ganz locker über den Hügel rüber. Und selbst wenn er das Tor so kriegen würde, sieht er nur Gemüse, kann überhaupt nicht schießen, aber er kann das, ne? Roland fährt frei über den Acker und gewinnt das Spiel. Es ist unglaublich. Unglaubliches Spiel. Komm, hier hauen wir noch einen Motor mit rein, damit wir schneller sind.